Der Abstieg vom Kloster ist wieder eine beschwerliche Reise in der Frühjahrssonne, die jetzt voll am Himmel steht, die Mittagssonne, die auf euch herunterklatscht. Als ihr wieder zum Fuße des kleinen Sattels, auf dem das Kloster thront, angekommen seid, seid ihr allesamt klatschnass geschwitzt dem mühevollen Abstieg. Ihr entschließt euch diesmal, den Weg nördlich an der Stadtmauer entlang zu nehmen. Das Erste, woran ihr vorbeikommt, sind die Stallungen, bei denen ihr vorher schon wart. Ihr könnt schon sehen, von der Auslastung her, die hier tatsächlich noch vorhanden ist, und die meisten von den Also diese vereinzelten Botenreiter, die ihr noch bei eurem ersten Aufenthalt dort gesehen habt, sind jetzt alle weg. Was ihr noch sehen könnt, sind Pferde und Ochsen, die dort in Stallungen stehen, getränkt werden, gefüttert werden, vermutlich von den Händlern, die von weiter weg hier angereist sind. Die Stallungen sind völlig überdimensioniert. Also die sind vielleicht zu einem Zehntel ausgelastet, allerhöchstens. Ein Zeichen für die Vergangenheit Lukatoris, als hier noch auf der Edenroute die Heereszüge und die Versorgungszüge der Wiedertäufer an die Adria durchgegangen sind. Teilweise, je weiter von der Stadtmauer entfernt die Stallungen sind, desto heruntergekommener sind sie auch. Wenn ihr nichts Besonderes mehr vorhabt an den Stallungen, lasst ihr diese hinter euch, marschiert entlang der Stadtmauer nach Westen. Hier sind die Wege bei weitem nicht so gut ausgebaut. Könnt die Wälder, die dichten Nadelwälder rund um Lukatore sehen, die hier sehr weit an die Stadtmauer heranreichen. Als ihr so eine kleine Erhebung nehmt, sticht euch auf einmal ein bestialischer Gestank in die Nase. Ihr könnt sehen, wie vor euch sich der Wald wieder weiter zurückzieht von der Mauer und dort vor allen Dingen die Weideländer der Täufer sich erstrecken. Ihr könnt auch etwas sehen, was sich nur als ein kolossaler Haufen von überwiegend biologischem Abfall interpretieren lässt, von dem aus dieser scharfe Gestank in eure Richtung zieht. Zu eurer Rechten, noch ein bisschen von den Ausläufern des Waldes verborgen, könnt ihr das Wiehern, die Geräusche von Vieh hören, das euch aus der Mittagssonne entgegenschlägt. Gebt euch in die Senke dort. Geht immer weiter an der Stadtmauer entlang, bis wieder erste Gebäude außerhalb der Mauer auftauchen. Ihr kommt an einer sehr geräumigen, großen Schmiede vorbei. Dort einen angeleinten Hund sehen, der ein bisschen träge in der Mittagssonne liegt, so halb im Schatten einer Esse, der keine Glut klimmt. Wenn ihr einen Moment erübrigen könntet, ich Ja. hätte ein paar Fragen an den Schmied. Kennst du den denn? Nein, aber ich hatte gehofft, dass ich ein paar Verbesserungen am Dieb vornehmen könnte.
Also, vielleicht kommt ihr mit oder ihr wartet hier. Ich komme mit. Woran wollt ihr Verbesserungen vornehmen? Am Dieb. Am Dieb. Unser Freund hat seinen Schwertern Namen gegeben. Ah, verstehe. Ist dann nicht mehr. Wo wollt ihr denn diese Verbesserungen vornehmen? Soweit ich mich recht erinnere, kommen wir nicht in die Stadt. Und hier draußen werden sich wohl kaum Schmiede niedergelassen haben. Oder doch? Rabe lässt einen bedeutsamen Blick von Madikwane rüber zu der vor ihnen stehenden Schmiede gleiten, so. Okay. Ah. Bist du sicher, dass du aus Afrika bist? Oder malst du dich bloß schwarz an? Es wäre wahrscheinlich sehr interessant für dich, Madikwane. So alte Techniken wie hier mit Metall gefertigt wird, bekommen das, wir wohl nicht das so oft. Das nennt ihr eine Schmiede. Na gut, ja, dann ich würde auch gerne einen Blick reinwerfen. Ich glaube, er hat einen Brand von der Sonne. Ja, würde ich auch sagen. Ihr tretet in den Hof eines windschiefen Gebäudes. Im Inneren dieses halbrunds Haus aufgebaut ist, könnt ihr eine große Esse sehen, ein Schmiedefeuer, dem allerdings im Moment weder Feuer noch eine Glut ist. Und der längst in die Jahre gekommene Wachhund, der dort angekettet ist, hebt einmal kurz den Kopf, schaut euch mit für ganz, ganz schweren Lidern hervorlugenden, halbtrüben Augen an, lässt euch nur ein träges Uff entgegenkommen. Dann senkt er seinen Kopf sofort wieder auf die Pfote und scheint wieder einzuschlafen. Hallo? Ist jemand da? Du rufst einmal, zweimal, dreimal vergebens. Die Türen ins Innere des Hauses sind alle verschlossen. Niemand antwortet. Die Schmiede scheint insgesamt recht einfach zu sein. Das einzige Zeichen von höherer Technologie, die euch hier auffällt, ist eine Art Funkantenne, die ihr auf dem Hauptgebäude der Schmiede angebracht ist. Keine besonders eindrucksvolle allerdings. Verdammt. Vielleicht ist der Schmied in der Stadt und kommt nicht hinaus. Könnte sein. Wahrscheinlich muss ich kommen noch einmal. Kennt ihr denn diese Schmiede? Wisst ihr, wer diese Schmied ist? Jaro schüttelt den Kopf. Nein. Aber ich habe nicht gesehen andere Schmiede, also. Na, immerhin. Ich habe nicht mal diese hier gesehen. Also gut. Dann Kommissionshaus. Kommissionshaus. Vielleicht wir fragen am Tor, wie lange bleibt geschlossen? Ich werde mir aber die Antwort schon denken können. Also wenn ihr dem Schmied einen Gefallen tun wollt, dann füttert seinen Hund. Als hätte er gehört, was du gesagt hast, streckt er noch einmal den Kopf hoch, spitzt ein wenig die Ohren. Zunge hängt ihm aus dem Maul. Ja, also wenn ich was frei habe an Proviant, weil ich meine, war ja auch ein beschwerlicher Weg, vielleicht habe ich mir was mitgenommen.
dann würde ich ihm auch was hinwerfen. Ich weiß jetzt noch nicht genau. Such vielleicht mal meine Taschen ab, finde ich noch was. Ja, ich glaube, du hattest gesagt, du nimmst ein paar Vorräte mit. Ja, leichtes Gepäck, genau. Gut, dann, ja, dann würde ich ihm mal einen kleinen Brocken zuwerfen. Kleinen Brocken, also, Brot oder so. Standesgemäße Wegzehrung für Neolibia. Wahrscheinlich hast du ein Stück Brot dabei und ein paar getrocknete Datteln oder sowas. Ein paar Würste. Vielleicht sogar Würste. Ja. Mit seiner ihm eigenen Trägheit erhebt der Hund sich, macht die paar Schritte mit klirrender Kette auf das Futter zu, das du ihm geworfen hast, schnüffelt einmal dran, schiebt es sich dann genüsslich rein. Ist es nicht schön zu sehen, wie sogar dieser langsame Hund versteht, wann sich eine Gelegenheit bietet? Ganz im Gegensatz zu dir. Kannst sehen, dass sich sein Schwanz zumindest so halbwegs aufrichtet und er lässt ja nochmal ein etwas weniger träges Wuff heraus. Aber sobald das Futter weg ist und er bemerkt, dass nichts mehr nachkommt, wird er sich wieder in den Schatten der Esse ziehen. Sich dort wieder niederlegen. Gut, dann Stadttor, Kommissionshaus, trinken. Auf dem Weg zum Kommissionshaus kommt ihr an einer kleinen Kapelle vorbei. Kaum mehr als so eine Art einstöckiger Betonflachbau. Sieht nicht nach der Bauweise der Gebäude hier aus, die mehr so Fachwerk und schon aus Holz- und Steinbauweise ist. Nee, hier ist wirklich aus Beton gegossen. Ein einstöckiges Gebäude, auf dem ein eisernes, gebrochenes Kreuz hängt. Aus dem Inneren könnt ihr die Geräusche eines Trauergurtes hören. In vollem Lauf ist. Ihr könnt eine Predigt hören, ihr könnt heulen, hören das von austreten. Und die Kapelle scheint bis auf den letzten Platz ausgefüllt zu sein. Es stehen sogar noch ein paar Leute vor den Türen quasi vom Eingang der Kapelle und schaffen es nicht mehr hinein. Lauschen dort andächtig. Wischen sich die Tränen aus. Jaro schiebt sich mal so dazu. Du kannst einen relativ dürren Wiedertäufer sehen, wahrscheinlich ein Asket oder so, der dort vor der versammelten Gemeinde steht und gerade zu einer Bepreisung von Altair, von seinen Heldentaten an der Adria, den Frieden, den er dort gestiftet hat, aber auch seine Siege im Krieg Zeugnis tut. Und du kannst sehen, diese kleine Kapelle ist wirklich bis auf den allerletzten Platz ausgefüllt. Jaro bleibt ein paar Minuten da stehen, lauscht, hört zu, fast andächtig. Sehen immer wieder, wie seine rechte Hand sich öffnet und schließt, zur Faust ballt und dann wieder öffnet und das beständige Zittern versucht zu unterdrücken. Und dann wendet er sich schließlich ab und stößt wieder zu den anderen dazu und nimmt einen großen Schluck aus seiner Flasche. Ich sehe mir das auch gerne an. Wie die Lucatorianer so mit ihren Verlusten umgehen, sozusagen.
Hier scheint es ein bisschen seltsam, dass es offensichtlich gar nicht so sehr um den Verstorbenen geht, sondern vor allen Dingen darum, die sich dort in die Kapelle drängen, in ihrem Schmerz irgendwie begleiten, stärken. Die Anrufung der glorreichen Vergangenheit des Toten scheint ihr mehr so eine Art Trost für die Lebenden zu sein. Sag mal, Jarovik, wer wird denn eigentlich der nächste Täufer? Oder wie wird der nächste Täufer gewählt? Oder bestimmt? Der nächste Täufer? Schwer zu sagen. Vielleicht. Vielleicht eine Frau? Möglicherweise, es gibt ihn in Domstadt eine Frau, eine Heilige. Vielleicht wird sie Täuferin, aber das entscheidet Domstadt. Verstehe, das heißt von den hier ansässigen hochrangigen Wiedertäufern, gibt es keine Anwärter? Gibt vielleicht schon. Schwer aber zu sagen. Umstatt. Direkt Favorit? Wohl kaum. Aber wenn neue Täufer bestimmt, er oder sie wird wählen einen eigenen Sitz. Lukator war Heimat von Altair. Deswegen, er hat gelebt hier. Aber Lukator ist für Domstadt nicht unwichtig, nicht wahr? Sicher, aber Täufer wählt eigenen Sitz und bestimmt, wohin verschiebt Zukunft von gebrochen Kreuz. Wenn gewählt wird Franka, dann vielleicht wir ziehen in Kriegen Franka. Wenn Täufer wählt Lukatore oder Aquila, vielleicht wir ziehen wieder in Krieg. Vielleicht wir befreien Roma. Aber ist schwer zu sagen, gibt kein eindeutiger Favorit. Zumindest keinen, den ich kenne. Ja, also Madikame nickt. Vielleicht etwas in Gedanken. Als ihr am Kommissionshaus wieder ankommt, könnt ihr sehen, dass der Tauschplatz jetzt sich im Wesentlichen in zwei Lager geteilt hat. Es sind auch viel weniger Leute hier als vorher.
Aber die hier sind, haben sich von ihren kleineren Gruppen getrennt und sich im Wesentlichen eine von beiden bei großen Lagern angeschlossen, die so zahlreich sind auf beiden Seiten, dass wir quasi bis vors Kommissionshaus schon stehen. Ihr könnt hören, wie so ein Disput zwischen den beiden Lagern um einen immer ins andere wechselt. Irgendjemand scheint sich immer berufen zu fühlen, steht auf und ruft etwas zu seiner eigenen Gruppe oder in die andere Gruppe. Und das gleiche Spiel dann wieder von der anderen Seite. Als ihr euch nähert, könnt ihr gerade eine relativ kleine, getrunkene alte Frau sehen. Eine etwa so hoch, wie sie breit ist. Die den Zeigefinger erhebt und mehr so zu ihrer eigenen Gruppe als zu der anderen sah. Vor das gebrochene Kreuz hierher kam, da hatte meiner, euer Stamm noch Anstand und Ehre. Der Clan Benesato, das hieß noch etwas. Nur Ennio kann uns unsere Würde zurückgeben. Auf der anderen Seite erhebt sich einer, der vermutlich ein Veteran von irgendeinem Krieg der Wiedertäufer sein dürfte. Sein Holzbein deutet jedenfalls darauf hin. Und schreit direkt der älteren Frau entgegen. Ach, red kein Scheiß, Miranda. Ennio, dieser geile Greis. Er hat sich den Verstand aus dem Hirn ficken lassen von seiner Lombardi-Hure. Und jetzt will er Lucatore an den weißen Wolf von Bergamo verkaufen. Wer außer ihm hat ein Motiv, den Täufer zu ermorden? Daraufhin ereignet sich etwas, das Yaro schon am eigenen Leib erfahren musste. Es fliegen Schuhe durch die Gegend vom einen Lager, das offensichtlich den Clan Benesato verteidigt, in Richtung des anderen Lagers, in dem sich einige Asketen und Orgiasten tummeln. Ich hab nie verstanden, warum Leute werfen ihre Schuhe. Kleine alte Frau rafft ihren Rock und, nachdem sie ihren Schuh geworfen hat, kumpelt ihrem Gegenüber, ihrem Widersprecher entgegen und bohrt ihm den Finger quasi von unten ans Kinn und meint, gut, dass wenigstens Ennio noch da ist. Sollen wir uns etwa von eurer eisernen Emissärin führen lassen, hä? Alter, ihr Weib ist doch mehr mit dem Kreuz als mit diesem Dorf verheiratet. Die Furie schneidet lieber armen Mädchen die Ohren ab, als dass sie reagiert. Ihr könnt sehen, dass zusätzlich zu den Schuhen auch Rotze von dem einen ins andere Lager gespuckt wird. Die beiden Lager preschen auf einmal aufeinander zu. Und nur ein paar herbeigeeilte Orgiasten, die sich mit ihren Lanzen in den Weg werfen und versuchen, die beiden Gruppen einigermaßen auseinanderzuhalten. Oh. Verhindern eine Keilerei und einen Auskampf. Yaro war schon halb dabei, seinen Rucksack abzulegen, um sich mit ins Getümmel zu stürzen. Dann sieht er da die anderen Orgiasten rankommen. Oh. Sieht so aus, als sei Spaß schon vorbei. Ja, die Gemüter scheinen etwas gereizt zu sein. Muss man vorsichtig auszudrücken. Habt ihr gehört, was war mit Emissärin? Mit kleine Mädchen Ohr abschneiden? Das verstehe ich auch nicht. Ist neu für mich. Aber er schaut die Gruppe an. Passt zur Geschichte. Welcher Geschichte? Geschichte, die ich erzähle, seit wir sind auf Jagd. Inwiefern passt es dazu? Nun, vielleicht jemand hat Problem, seine
Aggression behalten für sich. Irgendwie bezweifle ich das. Also die Emissärin. Vielleicht. Wenn sie steckt unter einer Decke. Ich sehe immer noch nicht, was abgeschnittene Ohren damit zu tun haben. Aber auch gut, lasst uns weiter. Der Spaß ist hier ja vorbei. Weiter zum Kommissar. Wer schneidet... Auf jeden Fall, dass es hier genau zwei Lager gibt und die zwei Lager schon diskutieren, ob die Nachfolge an die eiserne Emissärin geht oder an den, wie sagte sie, irgendjemand aus Bergamo? Ennio Benessato. Der, an den du geschrieben hast, den Brief. Ah, also das war sein Beiname, der irgendwas aus Bergamo. Der weiße Wolf. Mari, die Bezeichnung hast du schon mal gehört, der weiße Wolf von Bergamo. Als du in Bergamo warst, diese Stadt, die von Wilden regiert wird. Ähnlich wie Lucatore, nur größer. Dort herrscht ein Clan, der nennt sich Lombardi. Der Führer dieses Clans ist Oberhaupt Vespaccio. Der wird der Weiße Wolf genannt. Also nicht Ennio. Ja, gut. Er schneidet ab Ohr von kleinen Mädchen. Kann nur schlechter Mensch sein. Kann sein, kann aber auch nicht sein, aber ich würde gern... Kann auch gut sein, dass das nie passiert ist und einfach eine Geschichte... Das genau, ich würde gern die ganze Geschichte dazu hören. Also... Es wäre sicher empfehlenswert, sich ein bisschen umzuhören. Sicher gibt es noch viele andere interessante Theorien darüber, was hier passiert ist. Und wer weiß, ein Körnchen Wahrheit könnte darin stecken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich hier in diese Leute mischen will. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann hat Obuya sich auch etwas umgehört. Vielleicht kann er uns dazu noch etwas sagen. Und sicher ist euch auch, steht euch auch der Sinn nach einem kleinen Mahl. Ja, ja. Du gehst machen Essen und ich frage nach, was ist mit ich Thor? Frage auch, außerdem können wir auch noch bei Dana nachfragen. Dana sollte bleiben im Kommissionshaus. Ist nicht gut, wenn sie wird gezogen hinein in... Ich will sie ja nur fragen, ob sie weiß, was die Geschichte mit dem Ohr soll. Sie wird sicherlich was gehört haben. Das wir können fragen, ja. Aber erst, was ist mit Thor? Dann greife ich mir irgendeinen von den Orgiasten. Nee. Freund, was ist mit Thor? Warum ist immer noch geschlossen? Ja, Bruder, endlich einer von unserer Seite. Komm, schließt euch uns an. Hier, nehmt erstmal einen Schluck von meinem Bier. Oh, vielen Dank. Trinkt's weg. Auf einen großen Mann. Auf weiter hier. Einer, der viel zu früh von den Engeln geholt wurde. Ich schwör's euch, es war diese verfluchte Lombardi-Hure, zusammen mit dem Germedaner. Sind die Germedaner hier? Ihr? In Locatore? Macht ihr Witze? Dann, wie können sie... getan haben. Ihr seid wohl nicht von hier, also passt mal auf. Bergamo.
Wer weiß, Rolf, hat sich die verfluchten Ziegenficker in deine Stadt geholt.